Ah, shit. Here we go again. Liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge der Pokémon Sacred Gold Nuzlocke Challenge. Mit mir, eurem... Der Profi! Pokémon-Profi! Digga, ich verkacke jedes Mal diese Knöpfe. Willkommen zurück. Wir befinden uns im Nationalpark von Dukatia City. Da, wo das Käferfest stattfindet, an dem wir gerade teilnehmen. Denn es ist mittlerweile nicht mehr Freitag, sondern Dienstag. Und ich habe gesehen, dass das Käferfest trotzdem stattfindet. Surprise, Motherfucker! What? Level 28. Oh boy. Können wir eine Hypnose treffen, please? Agilität. Oh boy, dieser Dude könnte uns probably one-shotten, right? Gott sei Dank treffen wir ihn. Gott sei Dank treffen wir ihn. Okay, er kann nicht First Turn aufwachen, right? Er kann nicht First Turn aufwachen. Das bedeutet, wir gehen jetzt... Oh mein Gott, das wäre so lucky. Okay, das wäre lucky. Ich gehe auf einen Kaki. Gehe ich auf den Ball? Wir gehen auf den Ball. Come on. Please. Nope. Nein. Ah, das gibt's nicht. Shit. Das gibt's nicht. Please, bleib drin. Das wäre so krass, Alter. Als ob wir ein Cypher encountern, Bro. Ja, das war so klar. Jetzt wacht er auf und er vernichtet uns, ne? Der wacht doch gleich auf. Rieche das an seinem Haufen, den er gerade legt. Nein, warte mal, das ist meiner. Denn wenn er aufwacht, dann würde er Flügelbärt Beine machen. Als ob wir einen Sichlor bekommen. Yo. Oh mein Gott, der erste Encounter im fucking Käferfest ist ein Sichlor auf 28 und wir kriegen es einfach. Ich glaube, das Ding hätte uns one-shotten können, Alter. Auf dem Level. Warte mal, können wir das Teil überhaupt verwenden für die nächste? Was hat die nächste Arena für ein... Level 28. Wir können jetzt weitermachen, ne? Theoretisch. Wir können theoretisch weitermachen. Aber ich meine, wir haben einen Sichlor auf Level 28, right? Das ist doch gut. Ja, Quatsch. Quatsch. All das, was jetzt kommt, ist einfach nur Quatsch. Im Vergleich zu Sichlor. Ich denke, wir gehen. Achso, warte mal. Ich kann ja auch hier abgeben, ne? Ey, wir nehmen es. Sichlor, let's go. Na, ey, Digga, in den. Das erste Mon. 4 Minuten in. Holy moly. We will now judge the Pokémon you've caught. We have chosen the winners. Are you ready? Picknicker Cindy mit einem Metapod. Mit 291 Punkten. Pinsir. Warte mal, wir müssen Platz 1 sein, right? Let's go! Auf Anhieb? Oh, fuck. Wir bekommen einen Dawnstone. Damit können wir Togepi zu Togekiss entwickeln, oder? Ja, natürlich geben wir dem Ding einen Namen, Alter. Was ist denn das für eine dumme Frage? So, ich suche mir ganz kurz mal einen Mitgliedsnamen, der passt. So, ich habe jetzt ein Kanalmitglied gefunden, dessen Name ganz gut zu diesem Ding hier passt. Und zwar ist das Ronin King. Vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft. Generell vielen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Ich habe gesehen, nach der ersten, nach der zweiten, dritten Folge sind einige neue Mitglieder dazugekommen oder alte haben sich zurückgemeldet. Das dürfte mein Namensproblem in Zukunft ein wenig lösen. Ja, dementsprechend haben wir jetzt wieder viele, viele Namen für viele coole Encounter. Und keine Sorge, selbst wenn ihr nicht in diesem Projekt hier gepickt werdet,
Ich nehme in diesem Projekt manchmal oder oft Mitglieder, die schon beim letzten Projekt sich gemeldet haben für ein Pokémon und erst jetzt rankommen, right? Und wenn wir diese Nuzlocke abschließen, kommt ja eh bald die 9. Gen raus. Das bedeutet, macht euch da keine Sorgen. Spätestens in der 9. Gen, also in... Warte mal, die Region ist noch nicht mal bekannt, ne? In Violet und Karmesin, da kriegt ihr die nächste Chance, nach einem Pokémon benannt zu werden. Macht euch also deswegen keine Sorge. Aber vielen Dank an Ronin King für deine Mitgliedschaft. So, ich bin heute aufs Maul gefallen. Irgendwas passt nicht. Oh, das war's. Okay. You won. The winner is you. I'm so jealous. Damn, bro. Give me the praise. Yo, ey, krass. Okay, das war richtig, richtig, richtig lucky. Das war so lucky, dass wir instant in ein Sichlor gerannt sind und das Ding dann auch noch catchen konnten mit unserem Pokémon auf Level 22, Alter. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass dieses Sichlor uns vernichtet hätte. Ne? Ich glaube jetzt zwar nicht, dass es Schwertanz kann wie das Ding von Buxy, aber ey, Digga, kannst du mal vom PC weg? Ich will mir meinen Sichlor angucken. Danke. Man muss nur nicht fragen. Trotzdem, so eine Wing Attack? Damn, wir haben keinen Roost und wir hätten keine Items verwenden können. Was haben wir also? Wir haben Swarm, Powers Up Bug Type Moves in a Pinch. 73 ATK und 78 Speed. Ey, das Wesen ist gar nicht mal scheiße. Es wäre kacke, wenn wir es in ein Xerox entwickeln. Weil Xerox verliert an Init und gewinnt an Death. Ha. Ja gut, ich meine, die versteckte Fähigkeit wäre es wahrscheinlich eh nie geworden. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man versteckte Fähigkeiten von wilden Pokémon hier überhaupt bekommen kann. Aber oh shit, das Ding hat auf jeden Fall eine Wing Attack gehabt. Und Fury Cutter. Damn. Okay, Ronin King, let's fucking go. Level 28, ich bin nicht mad. Junge, 73 Angriff. Das ist ja mit Abstand das stärkste Mon von allen. Wie viel Angriff hat Flügelbärt? Wahrscheinlich so um die 30 oder so? Nee, auch 53. Wow, okay. Ich habe irgendwie unterschätze ich gerade scheinbar unsere Pokémon. Wobei Flügelbärt sich ja auch erst letztens entwickelt hat. Von daher hat es natürlich in der Entwicklung auch einen Boost bekommen. Aber warum ruft mich Falkner jetzt an? Hey, hier ist Falkner. Was machst du gerade so? Mein Vater hat mir gesagt, Falkner, Vogel-Pokémon fliegen nicht einfach weg. Weil das hat mein Vater gesagt. Ciao! Jetzt habe ich aus Versehen meine Mutter angerufen. Mama, sorry. Falsch verbunden. Aber warte mal. Was ist das Level... Oh shit, wir sind echt geschwächt, ne? Also, ey, die Viecher hier, die auf dieser Route haben sie uns echt ein bisschen... Habe ich irgendwie... Irgendwelche Heil-Items... Warte mal, wir haben Shellbell bekommen, ne? Oh, Dawnstone ist nicht das, mit was sich Togekiss entwickelt, sondern das ist das, womit sich, hier, Kirlia in Dingens entwickelt, ne? Ah, schade. Okay, egal. Shellbell it is. Damit können wir unter Umständen uns ein bisschen zurückheilen. Quicklaw und XP Share. Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Darf ich hier... Fuck, und ich renke ihn. Und ich renne genau rein. I'm practicing my fire breathing. Okay, dann practice du mal deinen Scheißdreck. Oh boy, da kann ich direkt rauswechseln. Oder? Okay, komm, ich gehe auf Recover. Ich gehe auf Recover und heile. Dafür haben wir die Attacke. Okay, Fury Swipes sind weder Unlicht noch Käfer, sondern Normal-Moves. Von daher ist alles cool. So, Water Pulse, let's go. Psybeam wäre hier immunisiert.
So, und die Shellbell dürfte uns jetzt KP zurückgeben, ne? Jawoll. Das ist fast so gut wie Überreste, aber nicht ganz. Aber nicht ganz so gut. Ja, Magma! Du bist ein dreckiger Arschkopf, mein Sohn. So. Alter. Shellbell ist actually gar nicht bad für Cracks. Glaube ich. Alter, die EP. Ey, wir sind so massiv underlevelt, ne? Das ist insane. Ich hab das... Nein, ich will deine Telefonnummer nicht. Ich hau jetzt von hier ab. Alter, ich bin so happy gerade über sich, Leuch. Ich kann es gerade gar nicht glauben, ey. Als ob wir ein... Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir haben einfach einen Sichlor aus dieser Scheißwiese rausgezogen, aus der alles hätte kommen können. Einhorn Liu oder Raupi auch. Da stehe ich wieder voll auf dem Schlauch. Die Frage ist jetzt, wo soll es weitergehen? Weil ich habe echt das Gefühl, die nächste Route ist ein bisschen übertrieben. Ne? Die sind alle auf Level 20 plus. Ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht zuerst den Untergrund machen oder vielleicht sogar zuerst Team Rocket oder so. Beziehungsweise können wir auch schon mal in die Arena reingucken und die Vorkämpfe machen, weil die sind wahrscheinlich noch ein bisschen schwächer als Whitney. Warte mal, ich guck mal ganz kurz eben, was eigentlich das Level Cap sagt. Denn das wäre vielleicht auch nochmal spannend zu wissen. Okay, Sacred Gold, Level Caps, Falkner 15, Bugsy 21, Whitney 22! What? Oh no. Oh no, ich darf Hellsnap und Overlord nicht verwenden. Digga, warum ist Whitney ein Level höher als Bugsy? Da ist ein ganzer Wald und ein Rivalenkampf und weiß ich was alles dazwischen. What the hell? Wow, ich darf meine stärksten Pokémon nicht verwenden. Warte mal, Sichlor darf ich auch nicht verwenden. Was ist das nächste Level Cap? Morty Level 29. Wow, okay. Ich darf meinen Sichlor maximal ein Level trainieren und dann ist Schluss. ja, ich darf Sichlor jetzt schon nicht für die nächste Arena-Leiterin verwenden und ich muss zwei meiner Pokémon auswechseln. Wow, das sackt. Das habe ich nicht erwartet. Warum ist die so niedrig? Die nächste Route hat ja höher, die sind alle höher gelevelt, die Trainer da. Das ist ja insane. Okay, ja gut, ich meine, was tauschen wir aus an der Stelle? Ich meine, wir müssen Hellsnap rausnehmen. Und wir müssen Quilava aka Overlord rausnehmen. Aber die Frage ist jetzt, was packen wir da rein? Maybe Mr. Mime mit Soundproof? Ich weiß nicht, ob Krakelo ein Ding sein wird in der normalen Arena. Kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Und dann könnten wir vielleicht screenen oder so, aber ich glaube, Mr. Mime wird sich nicht entwickeln bis dann, ne? Und wenn es halt nicht wirklich die Entwicklung ist, bringt es uns auch nicht so viel. Was wir auf jeden Fall reinnehmen sollten, ist Ghetto Günther, weil Ghetto Günther ist ein Feuer-Pokémon-Ersatz für unseren Starter, was aber noch den Kampftypen bekommt. Hat die Zweitentwicklung schon den Kampftypen? Warte mal, das Ding ist auf Level 20. Oh boy. Okay, das wird interessant. Vielleicht kriegt das Ding noch einen Kampftyp. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Vulpix. Will ich Vulpix drin behalten? Vulpix ist halt so lala, ne? Mit Vulpix haben wir noch keinen einzigen Kampf gemacht. Aber ich meine, Vulpix könnten wir zu Vulnona direkt entwickeln mit den Feuersteinen aus dem Dingens, right?
aber again, Walzer fistet unser Team. Cass, Kuhn und Nidoran. Nee. Erst Nidoking wird ein Boden-Pokémon und das Ding kriegt eine krasse Schwäche auch wieder gegen Stein. Togepi maybe, aber Togepi ist ehrlich gesagt von den Stats einfach nur Trash. Oh Gott, was nehmen wir denn da? Maybe German Blind? Maybe Blind? Weil er wäre halt eine Resistenz gegen den Walzer. Right? Und mit ihm könnten wir denn vielleicht irgendwie sowas machen wie Sandwirbel und so ein Scheiß, wo dann das Miltank verfehlt und so. Aber das bedeutet, ich muss die jetzt erstmal hochtrainieren. Oh, das sagt so böse, dass wir unsere stärksten beiden Pokémon nicht verwenden können für die nächsten Arena, ey. Das ist so dumm. Aber okay, so ist es dann jetzt. Ja gut, dann holen wir uns noch einen Feuerstein für Zettelfuchs und entwickeln das Ding. So, meine Freunde, ich habe jetzt einige Dinge eingekauft. Nicht nur haben wir den Feuerstein eingekauft, womit wir unser Zettelfuchs entwickeln. Auch haben wir eine TM gekauft, beziehungsweise verschiedene TMs gekauft. Ich habe einmal Reflektor, einmal Lichtschild, einmal Feuersturm, was man hier kaufen kann. Für eben gerade Zettelfuchs zum Beispiel. Und ich glaube noch zwei oder dreimal Ruheort gekauft. Dementsprechend haben wir jetzt ziemlich viele nützliche TMs. Oh, wir haben U-Turn und ein Sichlor. Oh mein Gott, das ist insane. So, wir haben hier Roost. Roost kann Sichlor lernen. Aerial Ace kann Sichlor lernen. U-Turn kann... Ey, Sichlor wird so insane, wenn wir überhaupt zu Sichlor kommen, right? Wir dürfen sie ja noch nicht verwenden. Aber ja, maybe lerne ich den Reflect irgendjemanden. Denn Reflektor in einer Normalarena scheint mir eine relativ gute Idee zu sein. Kann allerdings nur Cracks lernen. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich Cracks gerade überhaupt irgendwas verlernen möchte. Warte mal, was hat das Ding für Attacken? Maybe gegen Rapid Spin. Rapid Spin, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht der beste Move. Und wenn wir unsere Death verdoppeln können dafür, dann ist das doch wahrscheinlich worth. Außerdem ist Starmie wahrscheinlich das schnellste Pokémon in unserem Team. Weswegen Reflektor auf Starmie wahrscheinlich ganz gut wäre. Außerdem haben wir Recover, wo wir dann gegenheilen können und so weiter. Ich glaube, das wird's sein, meine Freunde. Ich glaube, das wird sein. Gut, jetzt muss ich aber mal ganz kurz eine Runde trainieren gehen, denn unsere Pokémon sind sauschwach und nicht entwickelt. Und dann geht's in die Arena rein, meine Freunde. Okay, Leute, wir sind auf dem Weg zu Whitney Houston, die scheinbar damit beschäftigt ist, im Radio zu chillen, während wir vor der Arena stehen. Okay, ich habe jetzt unsere Pokémon aufgelevelt. Ich habe noch keine EVs verteilt. Das werde ich auf jeden Fall vor dem Arena-Leiterkampf noch machen. Aber jetzt erstmal habe ich mich um die Movesets gekümmert und um die Pokémon an sich. Wo zum Teufel ist noch... Ach, hier. Ach, Dummerchen. Auf jeden Fall sieht unser Team jetzt wie folgt aus. Wir haben Cracks mit dem Reflektor. Wir haben Flügelbert, bei dem sich nichts geändert hat. Wir haben Crowdbuster. Wir haben Zettelfuchs mit Fireblast. Wir haben Ghetto Günther. Und dem habe ich jetzt endlich Rock Smash beibringen können. Das haben wir ja schon die ganze Zeit irgendwie, ne, gewartet drauf, bis wir ein Pokémon bekommen, was Rock Smash kann. Und er konnte keine Kampfattacke. Und er hat aber schon in der zweiten Entwicklungsstufe den Kampftypen. Das bedeutet, wir kriegen Stab. Und Rock Smash ist ja natürlich gebufft. Und das ist unglaublich gut für eine Normalarena. Wir haben leider nur Charcoal für ihn, was ihm seine Feuermoves boostet. Aber Rock Smash ist auch ganz gut. Außerdem können wir jetzt ein bisschen backtracken. So,
German Blind habe ich Schaufler beigebracht. Außerdem hat er auf Level 22 Crush Claw gelernt und sich entwickelt. Außerdem haben wir Defense Curl und Rollout. Und das ist eine ziemlich geile Kombi, denn mit Defense Curl buffen wir unsere Verteidigung. Und wenn wir davor Defense Curled haben und dann Rollouten, dann wird die Stärke von Rollout verdoppelt. Das bedeutet, wir machen nicht nur 30, sondern 60 Stärke und Rollout macht ja jede Runde mehr Damage. So, das ist eine kleine Kombo, die viele Leute actually nicht kennen, weil sie so gesehen, ich weiß gar nicht, ob es in der Attackenbeschreibung drinsteht oder so. Was steht denn in der Attackenbeschreibung genau drin? Rolls into the foe, it becomes stronger each time it hits. Nee, da steht gar nichts. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass wenn ihr Einigler einsetzt und dann Walzer, dass ihr dann doppelten Schaden macht mit Walzer. So, jetzt aber, hallo Whitney. Hi, my name is Whitney. I heard about the quiz to win a radio card, so I came here to get one. But this quiz is so hard. Oh, man muss sich dieses Quiz jetzt machen. Okay, 5 Fragen, dann kriegen wir den Radio. Wow. Can you check the town map with your Pokegear? Ja, dafür ist er ja irgendwie da, right? Nidorina kann nur weiblich sein, das ist richtig. Kurt, the Pokeball Creator, uses Apricots as Ingredients. Ich glaube, das war irgendwie eine Fangfrage. War das nicht eine Fangfrage? War das nicht Aprikokos anstelle von Apricots? Ja, ja, irgendwas war. 4. Impossible to use a TM or Magikarp. Yes. Professor Oaks popular show Pokémon Talk. Is he on with Mary? Ich habe keine Ahnung, aber ich sag nein. Okay. Glücklicherweise haben wir den scheißigen First Ride. Ich glaube, es war ja, ja, nein, ja, nein. Na? Oh, ich hasse diese scheiß Quizzes, ey. So, sie hat noch gerade irgendwas gesagt wegen Aprikots. Ne? Aprikokos? Aprikots? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat sie die Fangfrage nicht gecheckt. Ja, finde ich keiner Kacke, dass wir jetzt quasi gezwungen werden, in die Arena zu gehen direkt. Aber it is what it is. Außerdem müssen wir jetzt die ganzen Trainer skippen, weil meine Pokémon alle schon auf Level 22 sind. Und das ist echt nicht geil. Warte mal, kann ich irgendwie... Okay, ich könnte hier durch oder ich kann auch hier oben durch, oder? Ja. Okay, 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 okay. Sind das die beiden Trainer, die ich hundertprozentig machen muss? Alright, dann ich kann nicht ausweichen, ne? Nein, ich muss hier. Okay, schade. Okay, die beiden Trainerinnen schaffe ich, glaube ich, ohne aufzuleveln. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht level. Oh Gott, wie viele Trainer, wie viele Pokémon hat? Level 20. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass die Arenaleiterin auf Level 22 sein soll, Digga. Oh my goodness. Ein Glück habe ich gerade den Reflect rausgehauen. Thunder Punch. Wow. Firepunch? Wie random. Hat die jetzt gerade den Switch predicted? Wie? Ey, ich kriege jetzt schon wieder das Kotzen von dieser Arena, ne? Oh Mann, Whitney mit ihrem Miltank. Und jetzt kriegt sie sogar noch ein gebufftes Team, Bro. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir hier gut durchkommen. Und jetzt muss ich rauswechseln, Bro. Sonst habe ich mit Cracks nachher ein Problem. So. German Blind. Scary Face. Kein Problem, wir sind eh langsam as fuck. Dann gehe ich einmal für den Defense Curl. Wow. Digga, fuck off. Okay, wie viele Runden haben wir jetzt noch? Oh wow, gar keine mehr. Amazing. Ich kann ehrlich gesagt nicht rauswechseln.
Ich kann jetzt nicht raus. Er geht, Scary Face. Können wir die Flinklaue, habe ich by the way German Blind gegeben. Firefang. Ey, die gehen komplett random hier durch, ne? Die gehen richtig random hier rein. So, okay, ich bin auf plus 1 Death. Schauen wir mal, ob wir den Rest des Teams mitnehmen können hier. Ah, die geben ein bisschen zu... Oh no, das ist ein Wasser-Pokémon. Oh fuck me. Headbutt ist okay. Solange du mich nicht Aqua knarrst, Digga. Oh mein Gott. Oh my goodness. Ja, das zeigt mal wieder, warum Rollout so eine unglaublich riskante Geschichte ist. Dunsparce. Yawn, okay. Er geht auf den Gegner, Mann. Werd doch gleich da müde jetzt, weil er so gähnt. Oh boy. Oh. Ey, das wird ein bisschen ekelhaft, ne? Wir müssen noch einen Kampf machen, ohne dass wir Cracks einsetzen. Oder ihn hier. Okay. Switch that bitch. Dann können wir mal ihn testen, ihn ausprobieren, wie stark er ist. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch ein paar EVs verteilen, einfach damit die Pokémon ein bisschen EVs haben. Weil, ja, ihr habt ja gesehen, was passiert, wenn man, ne, nicht volle EVs verteilt und so, dann stirbt halt ein Blitzer, weil das fucking Scherox da, Sichlor da mit einem KP überlebt. So, let's go. Und das ist sehr effektiv gegen Jigglypuff. By the way, für alle, die sich fragen, wie ich mich jetzt entschlossen habe, betreffend des Happy Knee. Oh ja, ich glaube, der gibt sehr viel EP, ne? Kann das sein? Betreffend des Feentyps. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, bin ich ganz ehrlich mit euch, denn viele von euch haben mir geschrieben... Oh fuck. Oh no. Oh... Well, jetzt kann ich auch so durch. Jetzt kann ich auch so durch. Alright. Danke dafür. Ja gut, since ich Panpyro mit Sonderbonbons gelevelt habe, erlaube ich es mir, es auch einfach wieder zu deleveln. Ne? Ein Level runterzusetzen, damit wir auf 22 sind. Und dann gehen wir rein in den Kampf. Ich habe jetzt keinen Bock, noch ein Pokémon irgendwie hochzuleveln, um mir nochmal eine andere Strategie zu überlegen. Was ich sagen wollte ist, die ganze Feengeschichte, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, denn ja, der Feentyp würde hinzukommen und Togepi, aka Togekiss, würde den Feentypen bekommen. Aber scheinbar keine wirklichen Attacken und I don't know, alles was es tun würde, ist die Gegner probably ein bisschen buffen. Weil man dann halt gegen Feen-Pokémon kämpft teilweise und manchmal resistiert wird, wie jetzt gerade gegen Pummeluff zum Beispiel. Ich glaube, Pummeluff hatte schon den Feentypen. Ich bin mir nicht sicher, though. Aber, ja, ich werde mir das auf jeden Fall noch überlegen. So, meine Freunde, jetzt allerdings könnt ihr euch überlegen, ob ihr dieses Projekt da gucken wollt. Denn das ist eine Soulink von mir und Hübi. Zu Schwert und Schild der letzten Generation, die rauskam. Und die war absolut insane. Das Finale war... Huh, und sie war generell witzig. Also guckt rein und bis dann.